Herzlich willkommen zu Phoenix vor Ort. Monatelang gab es kein Lebenszeichen von Edward Snowden aus seinem russischen Asyl. Jetzt dafür ein umso lauteres, zumindest aus deutscher Sicht. Der Grünen-Politiker Christian Ströbele hat am Donnerstag den Ex-NSA-Mitarbeiter in Russland getroffen und 3 Stunden lang mit ihm gesprochen. Details zum Besuch bei Snowden will Christian Ströbele gleich in der Bundespressekonferenz in Berlin verraten. Und wir werden live jetzt von dort übertragen. Zunächst zu berichten, was da vorgefallen war. Ja, Sie alle wissen, dass seit Juni alle Welt von Edward Snowden redet und sich fragt, was weiß er, was kann er sagen, was kann er zur Aufklärung der Spionageaffären beitragen, hier in Deutschland, in Europa, aber auch darüber hinaus. Und da habe ich von Anfang an schon im Juni die Frage gestellt, warum fragt man ihn nicht selber? Er ist doch nicht aus der Welt. Da liegt es doch nahe, ihn mal selber zu fragen, bevor man lange rumspekuliert. Dieser meine Aufforderung an Bundesregierung, Bundesanwaltschaft und andere ist niemand nachgekommen. Da habe ich gedacht, versuche ich es selber mal. Meine Mitarbeiter, die sehr verdienstvoll dann den Weg geebnet haben, haben es bereits für Juli diesen Jahres fast möglich gemacht, dass ich die Reise antreten konnte. Ich habe deshalb keinen Urlaub, also so gut wie keinen Urlaub gehabt, weil ich immer auf einer gepackten Tasche saß, bereit loszufahren. Und ich hatte sogar einen Antrag an den Parlamentspräsidenten auf Genehmigung einer Dienstreise nach Moskau gestellt, der allerdings abgelehnt worden ist. Diese Möglichkeit hat sich aber dann zerschlagen, weil kein Kontakt mehr bestand. Jetzt plötzlich, Ende der letzten Woche, kam der Kontakt wieder zustande. Und diese Gelegenheit habe ich dann sehr schnell beim Schopfe genommen und habe gesagt, okay, dann fahre ich so bald wie möglich. Dann hatten wir schon für die Sommerreise geplant, mit 2 ihrer Kollegen. Das heißt, ich habe mit mehreren gesprochen, aber schließlich blieben 2 übrig. Sie wissen, wer das war. Herr Georg Mascolo und John Götz, verdiente Journalisten und vor allen Dingen im Thema Geheimdienste sehr bewandert und versiert und bekannt. Ich wollte nicht allein hingehen, zumal mein Englisch nicht so ist, dass ich mich mit einem US-Amerikaner so locker unterhalten kann. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall einen Dolmetscher gebraucht. Ich habe dann, wurde lange Tage hin und her verhandelt, intensiv, wer denn alles mitfahren kann und mitfahren soll. Da gab es von der anderen Seite Wünsche, aber auch Probleme. Übrig geblieben sind dann von denen, die da ins Auge gefasst worden sind, ich selber, aber auch die beiden Journalisten und ein französischer Kollege, der eigentlich zu uns stoßen sollte. Der heißt Jean-Luc Jadot. Der sollte nämlich als Vertreter des französischen bzw. europäischen Parlaments, also Frankreichs, in dieser Angelegenheit auch zu Snowden kommen. Das war ein ausdrücklicher Wunsch. Da hat das aber mit Visum und allem nicht geklappt, sodass wir während der Reise dann feststellen, dass wir alleine blieben. Gestern um diese Zeit, jetzt muss man die Moskauer Zeit natürlich einrechnen, die ist ja 3 Stunden vor, also jetzt schon später, waren wir dann in Moskau von unserem Hotel auf dem Wege zu dieser Stunde zu Herrn Snowden. Wir saßen in einem Auto, das uns an unser Zielort gebracht hat. Das hat einige Zeit gedauert, bis wir dann dort ankamen und Herrn Snowden mit einer Mitarbeiterin dort getroffen haben und mit dem dann bis, ich glaube, gegen 7:30 oder sowas, also relativ lange, gesprochen haben. Es war ein sehr interessantes, nicht nur Gespräch, sondern Diskussion. Wir haben über einige Themen intensiv auch diskutiert.
Und das habe ich ja schon mehrfach geäußert. Die Journalistenkollegen haben das auch bestätigt. Herr Snowden ist gesund. Ich würde sagen, nach äußerem Anschein ein junger Mann, kerngesund und gut drauf, munter, aber auch überlegt. Und vor allen Dingen, wenn es um die Gründe geht, warum er diese, man muss ja sagen, Veröffentlichungskampagne möglich gemacht hat, hat er sehr, sehr ernst und sehr gefasst gesprochen und hat immer wieder selber darauf hingewiesen, dass ihm bewusst ist, welches große, große Risiko er damit eingeht. Ich habe ihm das nicht versucht auszureden, sondern habe ihn darin bestärkt und bestätigt, weil ich denke wirklich, der Mann hat nicht nur große Verdienste erworben, sondern er hat auch ein Risiko auf sich genommen, was wahrscheinlich kaum ein anderer für eine solche Mission auf sich nehmen würde. Jetzt komme ich zu dem Inhalt dessen, was wir dort gesprochen haben. Vielleicht zunächst, damit das gleich vom Tisch ist. Ich habe hier nicht einen Brief, wo drüber steht, an die Kanzlerin und an die Bundesanwaltschaft und an die, ich weiß nicht noch wen, an den Deutschen Bundestag, sondern der ist ohne Anrede, aber von Herrn Snowden und mir unterschrieben, ich als Witness drunter. Habe ich von Herrn Snowden gestern bekommen. Und da hat er einige Überlegungen dargestellt. Das können Sie nachher alles selber lesen. Und der wichtige Satz steht dann ziemlich am Ende, der vorletzte Satz. Da ist die Bereitschaft zu erkennen, zur Aufklärung dieser Spionage-Affären beizutragen. Vielleicht als Erstes und Wichtigstes. Herr Snowden hat sich mir gegenüber nicht als Anti-Amerikaner oder Amerika-Feind oder Ähnlichem dargestellt, sondern ganz im Gegenteil. Er hat immer wieder betont, auch auf meine Fragen, ob er bereit war, vor dem deutschen Parlament in Deutschland Angaben zu machen, zur Aufklärung beizutragen, hat er als Erstes gesagt, am liebsten würde er vor dem US-Kongress, vor einem Komitee des US-Kongresses die Fakten auf den Tisch legen und erklären, weil er sieht seine Botschaft, seine Message darin, in den USA nicht nur Fehlentwicklungen, sondern möglicherweise schwere Straftaten aufzuklären und sagt, er kann das, er ist in der Lage dazu, er hat das Wissen dazu, er kann die Dokumente, die jetzt immer wieder veröffentlicht werden und die noch folgen werden, erklären. Und er passt auf, dass das amerikanische Volk, das US-amerikanische Volk, keinen Schaden nimmt, sondern die Institutionen, die sich völlig fehlentwickelt haben und vermutlich an Straftaten beteiligt sind, also die Geheimdienste, aber auch die Administration, dass die zu einer Umkehr und zu einem Ausschluss solcher Entwicklungen in der Zukunft veranlasst werden. Deshalb beobachtet er mit großem Interesse auch die Entwicklung in den USA, im US-Kongress, aber natürlich auch hier in Deutschland. Das war mir wichtig, das an Anfang zu stellen. Ich habe ihn dann, mit dieser Absicht bin ich ja hingefahren, ich habe ihn dann gefragt, Herr Snowden, können Sie beitragen zur Aufklärung? Also muss er erst mal wissen, weiß der Zeuge was? Und der hat darauf hingewiesen, dass er in den Geheimdiensten der USA, CIA und NSA, nicht nur tätig war als Administrator oder Ähnliches, sondern der dann Zugang zu den Computern hatte, sondern auch als Handelnder. Also auch an Operationen beteiligt gewesen ist und von 2005 bis 2008 bei der CIA gearbeitet hat und von 2008 bis jetzt oder bis dieses Jahr 2013 bei der NSA. Das heißt, er hat darauf hingewiesen, dass er viel weiß über die innere Struktur, vor allen Dingen nachdem er diese Fehlentwicklung festgestellt hat, hat er sich besonders kundig gemacht. Das heißt, er kann vor allen Dingen auch interpretieren, erläutern und erklären all die Dokumente
bei denen es, wenn ich sie gelesen habe, das sind Buchstaben, die mir nichts sagen, das sind Symbole, die mir wenig sagen, das sind Zeichen. Das kann er alles, das könnte er alles authentisch erklären, wie das nur ein NSA-Mann könnte. Das heißt, er ist ein doch bedeutender Witness-Zeuge auch für Deutschland. Und nun kommen wir zu der entscheidenden Frage, wäre er bereit, dieses Wissen zur Verfügung zu stellen? Und da hat Herr Snowden gesagt, Sie haben ja auch gehört oder gelesen, was sein Anwalt, den wir übrigens nicht getroffen haben, sein Anwalt in Moskau dazu gesagt hat. Es gibt keinen Widerspruch zu dem, was er mir gesagt hat und was der Anwalt jetzt sagt, weil es ist klar, Herr Snowden könnte nicht nach Deutschland reisen, hier eine Aussage machen und anschließend nach Moskau oder nach Russland zurückfahren und wäre dann wieder sicher. Sondern das Asyl, was er dort bekommen hat, gilt ein Jahr. Das Asyl gewährt ihm Aufnahme in Russland und gewährt ihm Sicherheit in Russland, aber natürlich nicht in Deutschland. Und er wäre, wenn er das versuchen würde, wenn er rausgehen würde, könnte er nicht zurückkommen. Das heißt, er, und das ist jetzt die Zusammenfassung all der vielen Überlegungen, die dann angestellt worden sind, er kann sich vorstellen, nach Deutschland zu kommen, wenn gesichert ist, dass er danach in Deutschland oder in einem anderen vergleichbaren Land bleiben kann und dort sicher ist. Das heißt, juristisch gesprochen, freies Geleit, anschließend Asyl oder Aufenthaltsrecht, das könnte ja der Bundesinnenminister, der sich ja heute offenbar hier auch schon geäußert hat, könnte er ihm in Aussicht stellen und natürlich auch die moralische Verpflichtung erfüllen, diesem Menschen, der in Deutschland möglicherweise gefährdet ist, Sicherheit hier in Deutschland zu gewähren. Unter diesen Voraussetzungen, wenn das geklärt und geregelt ist, wäre er bereit, hierher zu kommen. Nun gibt es die andere Variante, dass er, da gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten, dass ein Ermittlungsbeauftragter des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages nach Moskau fährt, ihn dort befragt oder ein Bundesanwalt oder ein Richter und das erledigt. Da hat er bisher erhebliche Vorbehalte, die ich nicht näher erklären will und darf, aber die man sich auch denken kann. Weil ein solchen Staatsakt, eine Unterstützung auch staatlicher Organe durch Aussagen in Russland auf russischem Boden würde sicherlich vielerlei Probleme mit sich bringen. Ich drücke das mal so allgemein aus. Das heißt zusammenfassend, dieser Zeuge, und er hat mir diesen Brief ausdrücklich mitgegeben, hat mich befugt, hier heute in der Pressekonferenz das zu sagen, was ich gesagt habe. Und er hat mich auch mir gestattet, aus diesem gestrigen Gespräch Ihnen mitzuteilen, dass er in hohem Maße daran interessiert ist, an der Aufklärung der ganzen Geschichte, nicht um sich selber zu helfen, sondern um diese Straftaten, diese Fehlentwicklungen, die Menschenrechte, die Rechte auf informationelle Selbstbestimmung, die Rechte auf Privatheit von Millionen Menschen in Europa, in Deutschland, in den USA betreffen, um die in Zukunft gesichert zu halten. Ich habe noch mehr hier auf meinem Zettel. Ich mache da erstmal Schluss, weil ich da einige Wortmeldungen gesehen habe. Ja, vielen Dank, Herr Schribbel. Es sind tatsächlich schon einige Wortmeldungen da. Ich sag mal kurz, wen ich schon auf der Liste habe und füge dann gerne weitere hinzu. Herr Bauer war der Erste, Herr Knuf, Herr Tiede, Herr Jolkfer, Herr Decker, Herr Reichenbachs, Herr Delfs und weitere notiere ich gerne. Herr Bauer fängt an. Herr Ströbele, hier hinten. Wann geht denn der Brief Snowdens an die Generalbundesanwaltschaft? Der ist vor einer Stunde oder sowas versucht worden, per Fax zu schicken. Ich hoffe, der ist angekommen. Und genauso auch an die Bundeskanzlerin und an das Bundeskanzleramt, also Herrn Profalla, und an den Parlamentspräsidenten des Deutschen Bundestages, den wir ja wieder im Amt haben. Herr Knuf, Moment, jetzt muss ich das Mikro hoffentlich treffen, bitte. Herr Ströbele, von wem ging denn die Initiative aus, dieses Schreiben aufzusetzen? Snowden schreibt in der ersten Zeile, er sei gebeten worden,
den Personen, die angesprochen sind, zu schreiben. Ist das eine Initiative von Ihnen gewesen oder kam Snowden damit selbst? Innerhalb der Gespräche oder der Verhandlungen, der Vorbereitung ist auch erwogen worden, weil wir gesehen haben, dass das mit den Besuchen ja nicht so einfach ist. Das war noch zu der Zeit, als er am Flughafen war und man nur zu ihm gelangen konnte über Beziehungen zu russischen amtlichen, staatlichen Stellen, ist auch erwogen worden, dass er eine schriftliche Erklärung überhaupt nur hierher schickt, wenn ihn keiner besuchen kann und zu den Fragen Stellung nimmt. Und ich nehme mal an, dieser Brief ist von ihm. Den hatte ich so vorher nicht gesehen, sondern hat er mir gestern gezeigt, gegeben und wir haben ihn beide unterschrieben. Und der ist dann so zustande gekommen, dass auch vorher schon darüber gesprochen worden ist, zu welchen Fragen und zu welchen Themen darin Stellung genommen werden soll. Und deshalb hat er das wohl wahrscheinlich so formuliert oder so formulieren lassen. Er ist ja, hat ja kein Büro an der Seite, was ihm das alles klärt und regelt und ordnungsgemäß und standesgemäß ausfertigt. Herr Thiede. Ja, Herr Ströbele. Herr Ströbele, wie werden Sie denn jetzt umgehen mit Ihrem erworbenen exklusiven Wissen aus Moskau jenseits dieser Pressekonferenz und jenseits dieses Briefes? Werden Sie das parlamentarische Kontrollgremium informieren? Werden Sie sich direkt mit der Bundesregierung ins Benehmen setzen? Und stehen Sie als direkter Mittelsmann sozusagen, als Kontaktperson zu Edward Snowden in den nächsten Tagen und Wochen auch im Auftrag der Bundesregierung möglicherweise zur Verfügung? Also, da gehört ja immer ein Auftraggeber dazu, der sowas wollte. Aber ich kann Ihnen sagen, erstens habe ich heute beantragt, eine Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums einzuberufen. Sie wissen, das existiert fort, das Gremium in der alten Besetzung. Das kann wahrscheinlich heute nicht mehr, aber Anfang nächster Woche könnte das sagen. Da müsste ich mit dem Vorsitzenden noch mal reden. Ich habe das ja in Moskau angekündigt, dass ich das auch mache. Sobald ich auf deutschem Boden bin, bin ich seit ein paar Stunden wieder und habe das gemacht. Ich habe auch an den Innenminister, zumal er ja sehr weitgehendes Entgegenkommen, was ich zunächst so nicht erwartet habe, in seinem Schreiben signalisiert hat, angeboten, auch mit ihm zu reden. Natürlich, ich bin auch schon gefragt worden, ob die Bundeskanzlerin schon bei mir angerufen hat. Da habe ich gesagt, ich wüsste nicht, dass sie meine Handynummer hat. Ich habe ihre jedenfalls nicht. Aber es kann ja sein, auch da würde ich mich nicht weigern. Also ich sehe meine Aufgabe daran. Ich will auch nächste Woche versuchen, mit dem Generalbundesanwalt zu reden darüber. Ich will alle die darüber, auch die über die einzelnen Einzelheiten der Probleme, die bei den einzelnen Möglichkeiten bestehen, die haben wir alle diskutiert, informieren, welche Haltung er dazu einhat. Ich selber jetzt als der große Ermittler weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Aber ich habe selber ein ganz gravierendes Interesse, diesem Mann, der immerhin ermöglicht hat, dass wir überhaupt davon wissen, wir alle, dass millionenfach Kommunikationsdaten abgegriffen worden sind, dass wir überhaupt wissen, dass es möglich ist, dass die US-Behörden möglicherweise hier von der Botschaft aus die Bundeskanzlerin und wahrscheinlich auch andere Regierungsmitglieder, möglicherweise auch Abgeordneten, abgehört haben, dem muss man doch dankbar sein. Da muss man als allererstes mal sagen, danke, sonst würde das jetzt, wenn wir es alle nicht wüssten, so weitergehen und wahrscheinlich die ganze Legislaturperiode oder bis sich jemand anders findet, der das aufdeckt. Weil das Angebot, was der Herr Alexander, der Chef der NSA, gemacht hat, er hätte doch zu seinem Vorgesetzten gehen können. Also ich stelle mir das vor, dass Herr Snowden zu seinem Vorgesetzten gegangen ist und gesagt hätte, ich habe da irgendwo in unserem Netz gelesen, die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland wird abgehört. Die Gespräche werden im Wortlaut mitgeschnitten. Das geht doch nicht. Das machen wir unter Freunden doch nicht. Was wäre ihm wohl passiert? Oder was hätte der wohl damit gemacht? Hätte der gesagt, das wird sofort abgestellt? Also das sind alles
Unterstellungen, die natürlich völlig außer der Realität sind und außer der Möglichkeit, da wirklich was zu machen. Deshalb sage ich, das habe ich Herrn Snowden auch gesagt, dass er uns all jetzt gewarnt hat, dass er uns allen auf den Trip gebracht hat, auch die Bundesregierung, auch die US-Regierung, auch den US-Kongress und den Deutschen Bundestag, hier endlich Änderungen und Datensicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu garantieren. Das danken wir ihm doch. Und das danke ich ihm. Und deshalb setze ich mich auch sehr dafür ein, dass das vorankommt. Herr Jolkfer. Herr Strobel, hat denn Herr Snowden Ihnen irgendwas erzählt über sein Leben jetzt in Russland oder in Moskau? Kann er sich frei bewegen? Hat er eine Wohnung? Lebt er in einem Hotel? Geht er mal einkaufen ins Kino? Hat er Personenschutz? Solche Sachen. Also über Fragen, insbesondere Sicherheitsfragen, haben wir zugesagt, nicht zu reden. Auch nicht, wer uns wo begleitet hat oder nicht begleitet hat, offen oder verdeckt. Dazu sagen wir, also sage ich nichts und sagen die Kollegen auch nichts. Ich kann eine Frage, weil sie ja irgendwie ein bisschen lustig ist, beantworten. Ich glaube, da hat er auch nichts dagegen. Ich habe ihn gefragt, ob er denn auch in Moskau einfach so mal shopping gehen könne. Und da hat er ja gesagt. Ja. Hat ja gesagt. Herr Decker, Moment, muss erst mal kurz. Das müsste es sein. Haben Sie ein Lichtchen? Ja, habe ich. Herr Ströbele, Sie haben gerade eben gesagt, was das Ziel von Herrn Snowden ist oder was ihm am allerliebsten wäre, nämlich in den USA auszusagen. Dann haben Sie eine zweite Möglichkeit aufgemacht, dass er hier nach Deutschland kommt und hier ein Aufenthaltsrecht oder ein Asyl bekommt. Aber beides wird ja realistischerweise nicht passieren, sondern was realistischerweise passieren wird, ist, dass dieses Asyl in Russland ausläuft und dass er dann wieder dumm dasteht. Was ist denn aus seiner Perspektive tatsächlich realistisch? Oder was hält er selber für realistisch oder worauf arbeitet er tatsächlich in der Realität hin? Und Sie haben das ja selber angedeutet, dass er da was auf sich nimmt. Es bleibt ja für unser einen da immer noch eine Erklärungslücke, warum er tatsächlich bereit ist, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Das ist ja auch ein Stück weit unmenschlich. Also diese Ungewissheit, mit der er jetzt leben muss, als noch relativ junger Mann. Können Sie dazu noch zu diesen beiden Punkten noch was sagen? Er spricht selber davon, dass die humanitäre Situation auch für ihn, gerade für ihn, sich ändern muss. Und Ihre Voraussagen jetzt, was im Sommer nächsten Jahres, wenn das eine Jahr rum ist, ist, die teile ich so nicht, sondern sage, ich weiß nicht, was er Ihnen dazu antworten würde, das Licht an uns, ob das ist, das Licht an uns, also der Öffentlichkeit, dem Parlament, der deutschen Bundesregierung, aber natürlich in allererster Linie an der US-Regierung und auch am US-Kongress. Und ich habe vorgestern zwei Briefe geschickt an die beiden zuständigen Gremien, Komitees des Kongresses, also des Senats und des Repräsentantenhauses der USA und habe angeboten, doch in Konsultation, in Diskussion, in Gespräche zwischen dem Deutschen Bundestag, dem Parlamentarischen Kontrollgremium, vielleicht auch einem Untersuchungsausschuss, wenn es den gibt, zu kommen, um gemeinsam zu sehen, wie man die Probleme löst. Und eines der zentralen Probleme wird dann auch sein, die Frage zu klären, was mit Edward Snowden. Also ich habe auch an die Frau Weinstein geschrieben, wir werden sehen. Ich will auch versuchen, nicht nur mit einem förmlichen Brief das zu betreiben, sondern auf anderen Wege. In Ihrer Frage ist ein richtiger Kern. Eine Lösung, die auch eine humanitäre Lösung für ihn bringt, ist wahrscheinlich nur möglich mit viel Willen, politischen Willen des deutschen Parlaments, der deutschen Bundesregierung, aber auch der US-Regierung und des US-Kongresses. Ein völliges Gegeneinander wird nicht funktionieren. Ein völliges Miteinander wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber es muss eine Möglichkeit gefunden werden. Herr Reichenbachs.
Herr Ströbele, Sie sagten so sinngemäß, es werden noch weitere Dokumente folgen, hätte er Ihnen erklärt. Bitte? Würden Sie das Mikrofon ein bisschen... Herr Ströbele, Sie sagten, in dem Gespräch hätte Snowden angedeutet, es werden noch weitere Dokumente folgen. Hat er Ihnen gesagt, ob das, was Deutschland angeht, schon alles gewesen ist, was er im Köcher hat, oder kommt da doch noch Erhebliches vielleicht hinterher? Über Einzelheiten der Inhalte zu einzelnen Problemen, ich sage jetzt mal, zähle mal nur die Probleme auf, Merkel-Handy oder auch solche Fragen oder auch die entscheidende Frage, wie war das eigentlich mit den 400 Millionen Kommunikationsdaten im Dezember 2012? Über solche Einzelheiten darf, soll und will ich hier nichts erzählen. Aber Sie können davon ausgehen, dass man in über fast drei Stunden viel diskutieren kann, vor allen Dingen, wenn man viel und schnell redet. Herr Delfs, bitte. Ganz kurzer Zwischenstand. Ich habe auf der Liste Herrn Blank, Herrn Leithäuser, Herrn von Fallois, Herrn Bauer vom Hessischen Rundfunk, Herrn Denzer, Seefeld und Herrn Kohlhoff. Soweit als Zwischenstand. Herr Delfs, Sie sind der Nächste. Ja, Herr Ströbele, ich habe zwei Fragen. Einmal, Sie sagten, dass es also vor dem Gespräch oder vor Ihrer Reise nach Moskau längere Verhandlungen gegeben hätte. Können Sie ganz kurz mal sagen, mit wem, also mit den russischen Behörden oder mit dem Anwalt oder mit wem war das? Und zweite Frage, wenn man den Brief jetzt liest, liest er sich ehrlich gesagt ein bisschen wie so ein schon fertiges Schreiben. Mir ist gar nicht ganz klar, also warum ist das jetzt eigentlich nicht an die Bundeskanzlerin adressiert? Also das sieht man ja nirgendwo in diesem Brief. Also woher wissen Sie das eigentlich, dass es an die Bundeskanzlerin adressiert ist? Also wo kann man das sehen? Also warum da keine Adresse oben drüber steht und kein Kopf oben drauf ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Weiß nicht, ob die technische Möglichkeit nicht da war, ob er es nicht wollte. Darüber haben wir nicht gesprochen. Diesen Brief habe ich am Abschluss unseres Gespräches wie vereinbart, wie vorgesehen, bekommen. Wir haben ihn gemeinsam unterschrieben, damit dokumentiert ist, dass er von ihm ist. Und da gibt es, glaube ich, auch ein Foto, also nicht nur von hier, sondern auch dort gemacht. Also es sind ja einige Fotos gemacht worden bei der Besprechung, um klarzumachen, dass das authentisch ist, weil sonst kann ja jeder so einen Brief schreiben. Über die einzelnen Formulierungen, die da drin sind, da müssen Sie ihn fragen oder seine Berater, warum das so formuliert worden ist. Da kann ich mich, weiß ich nicht zu. Aber es sind vorher weder von mir nicht oder von meinem Büro weder mit russischen Behörden gesprochen worden darüber. Ich glaube, ich habe einmal mit dem deutschen Botschafter im Sommer, also im Juli, telefoniert oder wir haben telefoniert mehrfach, um die Möglichkeit zu schaffen, ihn im Flughafen zu treffen. Und da war eben das Problem, was wir mit dem Botschafter erörtert haben, wie kommt man da hin? Und ohne russisch-staatliche Hilfe kommt man da wahrscheinlich nicht hin. Jedenfalls ist das ja dann gescheitert. Aber danach, jetzt ist weder mit russischen Behörden noch mit seinem Anwalt gesprochen worden, sondern die Kontakte waren direkt. Herr Blank. Ja, das schließe ich ja direkt gleich an. Herr Ströbele, können Sie was dazu sagen, wie das dann vor Ort am Ort organisiert worden ist? Sie müssen ja davon ausgehen, dass der russische Inlandsgeheimdienst Ihnen auf den Fersen war. Da haben Sie nichts bemerkt oder waren vielleicht auch die Amerikaner hinter Ihnen her? Und haben Sie dann erkannt, wo Sie hingebracht worden sind? War es ein anderes Hotel oder war es eine Privatwohnung? Also, will und darf ich alles nicht sagen, weil das alles zu einer Gefährdung führen könnte. Also jede Andeutung dessen, wo er sich aufhält oder wo er so ein Treffen macht und wie das zustande kommt und so kann ich sagen. Also ich habe bewusst, dass er sich mir vorgestellt hat, weder mit einem Angehörigen eines US-Dienstes in Moskau gesprochen, noch mit einem Angestellten oder Mitarbeiter irgendeiner russischen Behörde gesprochen, außer bei den Passkontrollen, also wenn ich meinen Ausweis dahin gegeben habe. Sonst habe ich mit russischen Behörden keinerlei Kontakt gehabt, auch nicht gesucht. Auch mit dem deutschen Botschafter diesmal nicht, weil wir wollten ganz sicher sein, dass vorher das nicht in der Zeitung steht, weder in Russland noch in Deutschland, weil wir sonst befürchtet hätten, sonst hätte es nicht stattgefunden. Es gab zwischen rein eine Situation,
wo, die will ich aber auch nicht näher erklären, wo es sehr auf dem Spiel stand, weil möglicherweise eine öffentliche oder eine Erkenntnis nach außen dringen könnte, dass das fast gescheitert wäre. Also ich habe bis zuletzt nicht dran geglaubt, dass es so geklappt hat, aber es lief dann doch zuletzt sehr reibungslos. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Eine